Ihnen sagen, der Song heißt So und So von der Band XYZ, aber kann ich nicht. Wir wissen nämlich nicht, wie dieses Lied heißt und wir wissen nicht, wer es singt. Damit sind wir nicht alleine. Das ist der wohl meistgesuchte Song im Internet und einer, von dem wir hoffen, dass er uns weiterhelfen kann und den schon einige der suchenden Menschen im Netz kontaktiert haben, ist jetzt am Telefon. Hallo nach Hamburg zu Paul Baskerville. Ja, hallo. Paul, du bist seit Jahrzehnten Radiomoderator. Wahrscheinlich hören dich auch einige im RBB-Sendegebiet bei NDR Info im Nachtclub. 1980 bist du nach Deutschland gekommen und hast ja damals in deinen Sendungen durchaus viele Songs gespielt, die noch unbekannt waren. Sowas wie, ich sag jetzt mal, der heiße Scheiß waren. Und die Leute, die nach diesem Song, den wir jetzt gerade schon mal kurz angespielt haben, suchen, die haben dich, so konnte ich hören und lesen, kontaktiert. Wie und wann hast du das? Ja, das ist richtig. Es ging damit los, dass ein gewisser Gabriel aus Brasilien mir geschrieben hat über Facebook. Und normalerweise kriege ich keine Hörerpost aus Brasilien. Das war schon ungewöhnlich. Und er hat gemeint, dass ein gewisser Anton aus Bremen dieses Stück im Netz hochgeladen hätte. Und ich habe aber nie Kontakt mit diesem Anton gehabt. Und ich weiß nicht, ob es ihn überhaupt wirklich gibt. Keine Ahnung. Aber ich soll das Stück angeblich zwischen 1982 und 84 gespielt haben beim NDR. Mhm. Also die Sendung damals hieß Musik für junge Leute. Und ich spielte auch so völlig unbekannte Bands. Und also wir kennen das natürlich heutzutage, dass alles verfügbar ist. Ne? Mit einem Mausklick. Ne? Man kriegt immer was raus über eine Band, die im Radio gespielt worden ist, wenn man möchte. Es gibt eine Bandcamp-Seite oder sowas ähnliches. Damals gab es sowas natürlich nicht. Und ich habe viele Importplatten gekauft, die nicht normal erhältlich waren. Und ich bekam sie nicht von Labels in Deutschland zugeschickt. Und ich habe sie oft von einem Underground-Plattenladen in Hamburg geholt. Ich habe sie ausgeliehen, in der Sendung gespielt und am nächsten Tag wieder zu diesem Laden zurückgebracht. Wirklich? Das heißt, es gab so Sachen dabei, die völlig obskur waren. Mhm. Und es kann natürlich durchaus sein, dass dieses Lied dazu gehört. Vielleicht war es eine 7-inch-Single aus Amerika, die ich einmal gespielt habe. Ich brachte sie zurück zum Laden und das war's. Das weiß man natürlich nicht. Und ich habe noch meine Plattensammlung zu Hause, so circa 10.000 Platten. Nur ich wüsste auch nicht, wo ich es ansetzen soll. Ich meine, soll ich dann einfach bei A anfangen und dann gucken nach einem Plattencover, das ich nicht sofort erkenne? Wenn es ein bisschen Post-Punk-artig klingt, dann kann ich das rausholen und anspielen. Aber ich bin noch nicht in Rente. So viel Zeit habe ich natürlich nicht. Das ist das Problem. Okay, also müssen die Suchenden eventuell dann noch ein paar Jahre warten, bis du dir die Zeit nimmst. Shazam ist ja heutzutage wirklich so die Möglichkeit, unbekannte Lieder zu suchen. Und als ich dieses Lied gehört habe, da dachte ich auch so, ah ja, klingt ja nach. Und irgendwie, man hat so intuitiv das Gefühl, man würde es dann doch rausbekommen. Aber tatsächlich ist es eben bislang niemandem gelungen. Welche Chancen gibt es denn, was glaubst du, dieses Lied zu finden? Also ich denke, dass wenn die Band selbst, wenn die Musiker noch leben und wenn sie das irgendwann mitbekommen, das ist natürlich die beste Chance. Das ist bisher nicht geschehen. Und wenn ich diesen Gabriel aus Brasilien richtig verstanden habe, diese Suche läuft eigentlich schon seit Jahren. Mhm. Es war eine neue Entwicklung, dass dieser Anton gesagt haben sollte, dass ich das Stück gespielt habe. Und dann haben sie natürlich gedacht, ich würde das Problem lösen können. Und das mit Shazam, das ist eigentlich interessant, weil ich glaube, Gabriel und auch die anderen, die mir geschrieben haben, seitdem Gabriel mich kontaktiert hat, gab es auch diverse Leute, die mich angeschrieben haben. Und die scheinen alle ziemlich jung zu sein, viel zu jung eigentlich, um sich dafür zu interessieren, würde man denken, für eine Band aus den 80er Jahren. Das ist vielleicht gerade der Punkt. Also die finden es unglaublich interessant oder spannend, dass Shazam ein Problem nicht lösen kann. Und in diesem Fall klappt es nicht, funktioniert es nicht. Und ich habe schon eine Höreraktion in meiner Sendung gemacht beim NDR und es gab schon konstruktive Vorschläge, also das Interesse war groß, aber die Vorschläge, die gemacht wurden, sind Kleine Simox zum Beispiel oder Blancmange, dann haben diese Hörer aus aller Welt, wie Gabriel und gewisse Amerikaner, die haben gesagt, das ist völlig ausgeschlossen, die hätten sich schon mit diesen Bands beschäftigt und definitiv ist das nicht die Lösung. Ja, das ist interessant, weil das war auch mein Gedanke. Du kennst ja nun sicherlich auch wahnsinnig viele Bands aus dieser Zeit. Also du meintest, okay, wenn die Musiker sich selbst hören, klar, die würden sich erkennen, aber vielleicht ja auch Bands, die ähnlich klingen, die zum Beispiel diese Band im Vorprogramm dabei hatten oder die sagen könnten, ja doch, die hatten doch den Proberaum neben uns oder so. Bist du da auch schon so ein bisschen aktiv geworden? Nee, aber das wäre natürlich grundsätzlich eine Idee, wenn es diese Bands noch gibt. Also teilweise existieren sie nicht mehr. Mhm. Das ist auch das Problem. Also die Bands, die renommiert waren aus der Zeit, wie The Cure
oder Sisters of Mercy, solche Bands, wie wir wissen, die treten auch live auf. Und die werden sich dafür erstmal gar nicht interessieren. Es geht tatsächlich dann um Bands, die auch schon damals ziemlich unbekannt sind, die nicht groß rausgekommen sind. Das war eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, wo soll man ansetzen? Wir wissen nicht mal, aus welchem Land die Band kommt. Ich meine, vielleicht ist es ja auch einfach die Geschichte, die so schön ist, dass es der most mysterious song in the Internet bleibt, oder? Ja, genau. Es kann auch mysterious bleiben, finde ich. Ich bin auch gespannt, ob das Problem wirklich gelöst werden kann. Pass auf, ich mache mir eine Notiz und wenn es in 10 Jahren noch nicht gelöst ist, dann sprechen wir wieder. Paul Baskerville über das Lied, das keiner zuordnen kann im Internet. Wir spielen den Song jetzt auch auf Radio 1, hoffen natürlich auch auf Sie. Vielleicht erkennen Sie es und sagen, ja klar, bei der Band war ich doch damals im Club und stand in der ersten Reihe. Falls es so ist, Paul, melden wir uns wieder bei dir. Dankeschön fürs Alles Gespräch. Klar. Okay, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Mit dem sogenannten Most Mysterious Song on the Internet. Und wir haben dazu auch nochmal auf der Facebook-Seite von Radio 1 gepostet. Und es ist wirklich erstaunlich, noch während das Lied gelaufen ist, haben schon einige von Ihnen Tipps abgegeben oder vielleicht sogar wirkliches Wissen. Da werden wir auf jeden Fall nachgehen. Vielen Dank an alle, die jetzt schon ihren Kommentar dagelassen haben. Und vielleicht kriegen wir wirklich raus, wie das Lied heißt und wer es gesungen hat.